Servus, ich bin Sarah und ich habe einen neuen Text geschrieben und jeder Text von mir ist rechtlich geschützt, möchte an der Stelle auch mal sagen. Und in meinem Text geht es darum, warum stehe ich eigentlich morgens noch auf? In Klammer Heimat. Und das möchte ich jetzt gern zeigen. Warum stehe ich eigentlich morgens noch auf? Die lyrische Seite meines Lebens ist eigentlich richtig hart, denn ich habe noch nicht einmal 5 Euro für meine Rente beiseite gespart. Ich stehe jeden Morgen euphorisch auf, um mit Freude meine Strafanzeigen der Polizei zu betrachten und freue mich heimlich, dass es mal wieder nicht per Einschreiben an mich versandt wurde, denn somit habe ich auch nichts erhalten. Ja, sie bleiben die Alten. Nicht umsonst müssen die Menschen 25 Jahre später bei Aktenzeichen XY ungelöst selbst die Täter finden, da ein Beamter unkündbar auf Lebenszeit von 8 bis 12 täglich nur Bürostuhlsessel, Zeitabsitzer, gelernter Bleistiftspitzer mit Fälle lösen überfordert wäre. Ich sehne mich tagtäglich, blöden Menschen zu begegnen. Blöd und blöder trifft's bei jedem Wäder, genauso geht 3 Meter Schahi a Bläder. Ich sehne mich tagtäglich danach, blöden Menschen zu begegnen, an diversen Orten, in magischen Konstellationen von Gebäuden, wie zum Beispiel in öffentlichen Toiletten oder Landratsämtern, mich vor ihnen zu befriedigen, aber nicht nackt, nein, sondern verbal. Verbal hole ich aus und bestrafe mit Worten an diversen Orten. Ich ziele wie ein Penis kurz vor der Ejakulation, wie eine Vagina bei der Masturbation, ob du bist klein oder mächtig, ich sage es eben, nur so geht es mir prächtig. Ich bin der verbale Exhibitionist eines Landkreises, der noch nicht einmal auf einer Landkarte vorhanden ist, der Streitanfechter, der Zerstörer, aber doch zu niemand gehöre. Meine größte Sucht ist es, einem Trottel zu sagen, dass er einer ist. Dies ist mehr Höhepunkt als ein multipler Orgasmus, denn dieses Glücksgefühl hält länger an. Du kannst es überall verwenden. Und nein, es wird nie enden. Heimat ist nicht für jeden ein schöner Ort, nein, für manche ist es nur ein Wort, eine Bezeichnung für einen Ort, den man sein Leben lang schon kennt, wo man fortfahren muss aus Angst, dass dir einer mit Mistgabeln das Haus entrennt. Heimat bedeutet nicht, dass du dort zu Hause bist oder dass dich jemand dort vermisst. Du existierst, du bist oft nicht einmal geduldet, egal ob eigen oder fremd verschuldet. Heimatlos in der eigenen Heimat, ein verbranntes Kind, du erleidest Schmerzen, für die es kein Analgetikum gibt. Wie einem kleinen Kind, dem man sein Lieblingsspielzeug nimmt, wie ein Schatten, der hinter dir steht. Eine Krankheit, die nie mehr vergeht. Ein Blatt, das unaufhaltsam vom Baume weht. Deine große Liebe, die für immer geht. Niemand mehr da, der dich versteht und den Weg trotzdem noch mit dir geht. Hochmut, Habgier, Wollust, Zornvollerei, Neid, Trägheit. Dies sind die 7 Todsünden. Wären diese jedem Menschen ins Gesicht geschrieben, hätte man die ganze Menschheit schon vertrieben. Es wäre niemand übrig geblieben. Zeit abgelaufen, so vergeht Jahr um Jahr und die Wahrheit ist hart wie ein Stein und am Ende bist du immer allein und das wird auch auf ewig so sein, eingemeißelt in Stein. Ungerechtigkeit ist und bleibt ein Schwein. Wenn mein Text gefallen hat, kann mich gerne abonnieren. Es bleibt nicht der einzige. Und wie gesagt, alle Texte von mir auf meinem Kanal sind rechtlich geschützt. Und das ist jetzt eine poetische Form gewesen, wo ich es vortragen habe. Und genau. Macht es gut derweil. Lasst euch nichts mehr gefallen. Und bis dann. Habe die Ehre. Servus. Euer Sarah.